Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Heute will ich euch erzählen, wie es aussieht im Projekt Mother Nature Loving Herself. Und zwar bin ich dabei, dieses Modell in diesen Block Holz zu übertragen. Und dabei funktioniert es so, dass ich zuerst also jetzt gerade so eine grobe, die grobe Form von dem Baum, die grobe Struktur von dem Baum, die großen, groben Formen übertrage. Und genau so sieht es zurzeit aus. Und ich muss sagen, langsam fängt es an, von der Form auszusehen wie ein Baum. Also zumindest hier hinten. Und es ist echt interessant, wie ich manchmal komplett die Orientierung habe und genau weiß, was ich tun muss und dann in anderen Momenten komplett die Orientierung verliere und überhaupt nicht mehr sehe, was ich jetzt gerade, was gerade zu tun ist, was gut wäre zu tun. Und dann höre ich auf und dann gucke ich ein paar Minuten später oder eine Weile später gucke ich dann wieder auf das Holz und dann auf einmal sehe ich, okay, krass, da muss jetzt was weg. Und dann gehe ich hin und mache das und das ist wirklich interessant, das so zu sehen. Und hier wird das Gesicht hinkommen und das wird eine Herausforderung für sich. Also das Gesicht wird wirklich eine Herausforderung für sich, das ist schwierig. Das Gesicht wird schwierig. Und wenn ich die grobe Struktur habe, das Gesicht habe, dann mache ich hier unten den Stamm und die Wurzeln und den Felsen. Und da mache ich es so, dass ich es eben erst zum Schluss mache, damit es mir dann nicht irgendwie abbricht, wenn ich oben am Baum hämmer und arbeite. Das will ich kein Risiko eingehen. Mir gefällt noch gerade noch nicht ganz, dass hier oben die Baumkrone zu hoch ist. Also ich will, dass das ein Stück tiefer wird. Ein Stück tiefer sitzt. Und vielleicht auch, wenn man mal beim Modell guckt, vielleicht auch nicht ganz so weit draußen. Wobei, das passt eigentlich. Ist okay. Ja, und generell, was ich jetzt mache, ist, dass ich quasi, ich habe ja hier mit einem Hohlbeitel gearbeitet, um die grobe Struktur rauszuarbeiten. Und da sind jetzt überall diese Rillen und Linien und jetzt gehe ich da mit einem Messer drüber und versuche quasi jetzt einen fließenden Übergang zu schaffen, weil davor, also jetzt ist es so, dass ich hier halt nur die groben Formen ausgearbeitet habe, aber es keinen Übergang gibt. Und den versuche ich jetzt auszuarbeiten, bevor ich dann in die noch feineren Details gehe. Kurzes Update, paar Tage später. So sieht's inzwischen aus. Also die Übergänge, es wird langsam fließend alles. Das gefällt mir echt gut. Ich hatte ein paar Tage echt Probleme, aber inzwischen wird es fließen und wird es so, wie ich es mir vorstelle. Und dann habe ich hier unter Orientierung schon mal ein bisschen Holz rausgeschlagen, wo dann der Stamm ist. Aber den, wie gesagt, das lasse ich erstmal dick, damit ich hier oben gut arbeiten kann und mir das nicht abbricht. Und dann habe ich hier schon mal die grobe Markierung fürs Gesicht und die Haare eingezeichnet, damit ich jetzt dann quasi langsam hier vorarbeiten kann, erstmal das Blattwerk zu Ende ausarbeiten, auch hier auf der Seite, hier geht die Haarsträhne lang. Dann hier das Blattwerk ausarbeiten und dann daneben noch Details vom Blattwerk, also
hier die feineren Strukturen, feineren Hebungen. Und dann geht's ans Gesicht. Dann geht's ans Gesicht. Sobald das Blattwerk stimmt, dann fange ich an, das Gesicht auszuarbeiten. Und das wird nochmal eine wirklich spannende Sache. Und da werde ich auch nochmal ein extra Video zu machen und euch da ein bisschen mitnehmen, ein bisschen über die Schulter gucken lassen. Weil das ist, glaube ich, wirklich eine schwierige Sache. Und das wird, glaube ich, das Entscheidende, wie das Kunstwerk dann am Ende aussieht oder mit ist entscheidend. Und da will ich euch natürlich ein bisschen Einblicke gewähren. Ich denke, zwischendrin, je nachdem, wie lange es dauert, zwischendrin mache ich nochmal ein Video, vielleicht ein bisschen mehr zu den Details von den Blättern, vom Blattwerk. Ihr könnt mich auch mal wissen lassen, was ihr gerne sehen würdet. Und in dem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Video.